Wo es noch nicht ganz klar ist, ist die Katharina Linsberger. Die hatte gemeint, dass das Privatsache sei, aber dass sie bis China alle Voraussetzungen erfüllen werde, damit sie da teilnehmen kann. Also es ist eher davon auszugehen, dass sie aktuell noch nicht geimpft ist. Haben Sie mit ihr schon mal das Gespräch gesucht, unter Vorarlbergern sozusagen? Sie haben gesagt, es ist Privatsache und es ist auch Privatsache. Es ist auch, da liegt auch eine Schweigepflicht. Ich glaube, es kann jeder selber sagen, ob er geimpft ist oder nicht. Wenn die Katharina sagt, dass sie bis zur Olympiade alles geregelt hat, was sie braucht, dass sie dort einreisen kann und auch an den Wettkämpfen teilnehmen, dann werden wir das glauben. Die Behörden werden das überprüfen. Das liegt ehrlich gesagt nicht in unserem Ermessen. Selbstverständlich, wenn man weiß, dass es keine Einreisemöglichkeit gibt, aus irgendwelchem Grund, wird man sicher dann eine andere Athletin nachnominieren müssen. Das sind Sachen, die die zuständigen Trainer mit ihr zu besprechen haben, vor allem die sportliche Leitung. Und was ich weiß, hat der Toni Giger und auch Patrick Rimmel als ihre unmittelbaren Vorgesetzten sehr wohl Gespräche mit allen Athleten geführt und wahrscheinlich mit der Katharina genauso und mit ihrem Umfeld. Und bin überzeugt, dass es bis zum Tag X eine gute Lösung für alle geben wird. Mhm.